Moin, herzlich willkommen hier zurück auf einer weiteren, zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map, Version 1.6 ohne Gräben. Was machen wir? Wir sind am Aussäen und ich muss jetzt erstmal hier mein Fahrzeug zurück zum Rinderhof bringen und muss dort dann erstmal den Überladewagen mit Saatgut holen. Ich hoffe, dass da überhaupt noch Saatgut drin ist. Habe ich jetzt gar nicht gecheckt, weil unten auf Feld 33 sind wir am Ansäen und ja, da habe ich noch gar nichts. Da habe ich noch, also da ist die Saatmaschine leer. Und daher holen wir da jetzt erstmal ein Fahrzeug, einen Überladewagen. Hier würde auch noch tatsächlich auch noch Stroh liegen, was wir eigentlich noch holen können, aber machen wir nicht. Ne, Stroh ist vorbei, Ende Gelände. Xerion hat durchdrehende Reifen, kümmern wir uns gleich drum. Ja. Ob es heute einen Livestream gibt, kann ich noch nicht sagen. Ich bin beim Aufzeichnen weit im Voraus, also ein paar Tage im Voraus. Ich habe noch keine Info, ob Fed heute Abend streamt. Dementsprechend weiß ich auch noch nicht, ob ich streame. Das muss ich mal schauen. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt am Wochenende mindestens einen Livestream gibt. Wahrscheinlich ein paar mehr. Weil wir haben ja Möglichkeit. Naja, also es ist. Es bietet sich Samstag an zum Streamen. Es bietet sich Sonntag noch an, weil Montag ein Brückentag ist. Mit Sicherheit haben viele, ich nicht. Ich muss Montag arbeiten. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwie bis irgendwie für ein paar Stunden noch streamen kann abends. Man muss das ja nicht bis Mitternacht ziehen. Kann das ja auch eher zu Ende gehen lassen. Da ist auch kaum noch Saat drin, ey. Ärgerlich. Für eine Ladung. Oh. Aber wir können zumindest erstmal die Saatmaschine voll machen. Ja, und Montag würde sich dann ja auch noch anbieten zu streamen. Ich muss zwar auch Dienstag arbeiten. 1. Mai, Tag der Arbeit, sagt der Name ja schon. Aber trotzdem, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber da kriegt ihr noch Infos. Also ich plane dann die Streams ja auch immer hier. Auf YouTube gibt es ja die Funktion Stream planen. Und ich gebe das natürlich dann auf meiner Homepage und dadurch dann auch bei Facebook bekannt. Weil die Beiträge von meiner Homepage werden ja auch automatisch bei Facebook veröffentlicht. Und ja. Kommt mich besuchen. Ja, vielleicht noch nicht ausklappen, ist ja jetzt ein bisschen übertrieben. Kommt mich auf jeden Fall dann besuchen. Ihr könnt euch auch bewerben. Auf meiner Homepage gibt es eine Bewerbung zum Mitspielen. Ein kleines Formular ausfüllen und vielleicht entscheidet das los sich dann für euch, dass ihr da mitmachen könnt. Wir schauen mal. Natürlich haben erstmal die Leute, die schon ewig dabei sind, haben natürlich, sag ich mal, einen Stammplatz. Aber schauen wir ein Stück weiter. So, hier zwischen stelle ich mich gleich mal.
Ja, da steht immer noch die Palette mit Rotkohl, ja, stimmt natürlich. Wenn man sie nicht abholt, steht sie da. Kommt wieder das Spiel irgendwie, wo muss ich mich hinstellen zum Aufladen? Das ist ja immer so ein Hickhack. Ja, passt doch an. Schön. Ja, damit haben wir dann auch den Überladewagen leer gemacht. Da kümmere ich mich aber gleich drum, dass der aufgefüllt wird. Erst will ich noch den Fendt auf den Weg bringen. Fürs nächste Feld. Und ich bin echt gerade mit mir am Kämpfen, ob ich da auf diesem einen Feld das ganze Stroh tatsächlich einfach untergrubber. Oder ob ich das noch abfahre. Boah, ich habe noch so viel Stroh. Ja, der Xerion ist auch leer. War klar. Mann, Mann, Mann. Wir pflanzen tatsächlich Weizen an. Wir pflanzen ganz viel Raps an. Wir haben ein Feld Hopfen angesät. Das muss reichen. Ja, Hopfen haben wir auch noch. Die Lager, also die Silos bei der Brauerei sind noch recht voll. Ja, erstmal hier aussteigen und ihm hier sagen, dass er sein Rohr da ausfahren soll. Sonst geht das nicht. Ah, nee, doch, er läuft ja. Mann, ey. Wird das hier? Hallo. Ey, ich drehe hier durch. Immer der gleiche Quatsch. Näher ranfahren oder weiter weg oder... Na bitte.
Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin beim Erzählen. Ist doch egal. Achso, was wir angepflanzt haben und was wir anpflanzen, ja. Auslässt, weil er eben keine scharfen Ecken macht. Jo. Das Feld ist fertig. Der ist vollgeladen. Foto machen, das vergesse ich immer. Wir fahren weiter zum nächsten Feld. Das ist nicht unseres. Aber dahin, das da, das ist unseres. So, haben wir da schon einen Kurs für? Nee, ne? Vorgewinnen auf jeden Fall. Nur drei Stück. Muss berechnen. Kurz speichern. 16, 10. Jetzt mal alles platt hier. Weil wenn ich das noch alles einsammel, das geht ja auf keine Kuhhaut. Wo soll ich damit hin? Klar, ich könnte es verkaufen, aber... So. Los, beginnen am ersten Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Weizen nochmal hier auf dem Feld hier Gerste. Ach, hier Gerste. Ja, das geht jetzt ein bisschen hin und her, weil ich hier mal auf fahren, entlassen, fahren, entlassen. Jetzt fährt er 2 Meter vor und klappt dann alles wieder aus. So ist das. Ich weiß, ist alles mein Fehler. Ich beschwere mich auch gar nicht. Hätte ja auch eine andere Einstellung einstellen können, ne? Wäre ja auch nicht gegangen. Nein, habe ich aber nicht. So, klapp mal aus da und fahr los. Das will ich sehen. Glaubt ihr das sonst nicht, dass du das machst? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das unter, Robert, voll. So, das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen durch die Fahrzeuge springen. Was ich dann hier drin bin. Machen wir mal ein bisschen Saatgut besorge. Habe. Ich muss zusehen, dass ich echt unbedingt die
gesagt, gut, am Düngerproduktion schnell am Laufen haben. Das Schöne, ne? Hier kann man ja jetzt so durcheimern. Oh. Kaum noch Saat. Naja, so ganz drei Füllungen. Mit Glück reicht das da unten. Da unten, da müssen wir hier oben unbedingt zusehen, dass wir hier die Produktion am Laufen halten. So, warum sind meine Fahrzeuge so verschmutzt? Erzähle ich in jeder Folge, glaube ich, oder in jeder zweiten. Ich habe eigentlich die Clean Crew eingestellt, die alle zwei Tage nachts die sauber macht. Ich bin aber einfach noch nicht so lange unterwegs, als dass das der Fall gewesen ist. Jetzt muss ich gucken, was denn hier fehlt in der Saatproduktion. Da Dünger fehlt oder ob da bei Getreide fehlt. Hier fehlt noch Gülle. So. Ich weiß nicht, was ist. Getreide fehlt. Getreide haben wir. Getreide kann ich mit helfen.
noch ein Kurs drin für den hier? Der kann ja wohl mal raus. Weizen. Gerste. Ja, Gerste hätten wir auch noch. Gerste ist jetzt gar nicht so wichtig. Oh, ich guck gerade auf die Zeit. Die Zeit ist ja... Oh. Ja, vielleicht heute Abend in irgendeinem Livestream, vielleicht auch nicht. Schaltet sonst morgen wieder ein. Ja, Kommentar, Like, Abo, freut mich alles. Und mehr freut mich natürlich noch, wenn ihr entweder beim Livestream wieder einschaltet. Ach so, heute Abend, 18 Uhr, kommt wieder ein Tipps und Tricks Video zu mir zum Thema Texturen. Für den Umbau des Bretterlagers, zum Beispiel zum Pelletlager, wie man da die Texturen anpasst. Nicht verpassen, guckt's euch an. Und ja, kommt mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen. In diesem Sinn, sagt mal ciao.